Unsere erste Motivation, die Gebote zu folgen, ist die Dankbarkeit. Wer an Jesus Christus glaubt, wer an sein Opfer glaubt, an das Heil, das er uns schenkt, der ist dem Herrn dankbar. Liebe Jugend, wir wollen zeigen, nein, wir leben nicht unter der Domination des Bösen. Wir sind das Eigentum Gottes. Wir sind frei, wir haben unser eigenes Gesetz. Das hört sich vielleicht komisch an, aber wer das Gebot Jesu Christi in die Tat umsetzt, zeigt damit, ich bin frei, ich lasse mir nicht sagen, was ich machen soll. Alle zusammen und jeder für sich, wir wollen gegen das Böse kämpfen. Es gibt einen anderen Weg als der Weg der Gewalt und der Macht. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Ein jeder von uns ist aufgerufen zu beweisen, der Weg kann man gehen. Das ist eine ganz große Motivation, die Gebote Gottes zu halten.